Ich freue mich riesig, dass schon wieder ein Traum von mir in Erfüllung geht, denn ich darf wieder auf die Rennstrecke mit meinem extra umgebauten Rennwagen, den ich ja mit einem Joystick unter der linken Achsel steuere und mit dem Space Drive System von Schaeffler Paravan. Jetzt geht es dann Anfang August nach Zolder auf die Rennstrecke im Rahmen der DTM. Und Zolder gilt ja gemeinhin als sogenannte Oldschool-Rennstrecke, damit als sehr herausfordernd, sehr schnell. Ich bin mega gespannt, was das im Konkreten dann wirklich bedeutet. Zumal ja auch die ganz großen Namen, alle Rennfahrer, alle Rennfahrerinnen sind dort. Eine wahnsinnige Kulisse. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass wir mit dieser Aktion die Charta der Vielfalt unterstützen und Schaeffler damit an der Diversity Challenge teilnimmt. Ich hoffe natürlich, dass wir sie gewinnen am Ende. Ich finde es einfach insgesamt mega zu sehen, was dank der Technologie alles möglich ist, dass eben Leute wie ich an so einem Rennwochenende mit teilnehmen können. Einen besseren Beweis für Freiheit, für Unabhängigkeit kann man eigentlich nicht bringen.